Computerlogbuch der ultimativen Lebensform. Sternzeit 132014. Wir haben die Romulaner besiegt und das Omega-System gehalten. Und jetzt möchte ich mich gerne darum kümmern, die Klingonen loszuwerden und damit diesen Sektor zu sichern. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Armada 3. Okay, erstmal diese Station wieder aufbauen. Die Citadel. Ich werde sie erneut so nennen. Immer noch besser als Kosmos. Und dieses Mal werde ich es auch ein bisschen upgraden, falls die Klingonen nochmal angreifen sollten. Citadel. Und so. Die Sachen werden auch noch gebaut. Und ansonsten würde ich gerne noch die Flotte ein bisschen verstärken, bevor ich da irgendwas mache wegen Krieg. 30 Geschwader. Erscheint mir eigentlich stark genug. Noch irgendeine Schiffsklasse, die untervertreten ist. Abgesehen davon, dass ich vielleicht in der Nähe der Sternbasis mit der Flotte bleiben sollte, wegen... Wow, das war eine schnelle Wendung. Wegen Reparaturen. Goldklasse, Galaxy... Okay, das sind Großkampfschiffe, die brauche ich nicht so häufig. Wie sieht sie mit Kreuzern aus? Sieht eigentlich soweit gut aus, finde ich zumindest. Wie sieht's denn aus? Also hier sammeln sich auf jeden Fall sehr viele Klingonenschiffe. Ich habe aber natürlich keine Ahnung, was die planen. Ich würde eigentlich sagen, dass ich durch dieses Wurmloch fliege. Hier drüben hin. Und dann einfach hier drüben zum Heimatplaneten fliege. Ich überlege jetzt nur, ob ich nicht noch einen Teil vom romulanischen Imperium oder was davon übrig ist, mir holen soll, aber... Boah, wie viele Lithium-Planeten gibt es auf dieser Map eigentlich? Wie wär's mal, wenn ihr in der Nähe bleiben würdet? Also von der Sternbasis, die auch reparieren kann. Na, okay. So kann das nicht wirklich helfen. Piraten haben wir erledigt. Romulaner sind erledigt und der Typ ist noch da. Inzwischen stehe ich doch sehr gut da, das muss ich sagen. Also bis auf Kolonisierung und Kultur. Ich hätte vielleicht die Citadel eher da platzieren sollen. Dann würde ich sagen, fliege ich da ein. Ich sollte vielleicht den Timer anmachen. Aber ich glaube nicht, dass das so lange dauern wird. So, Timer läuft. Ich glaube nicht, dass wir so lange brauchen werden. Oh, die Framerate ist ein bisschen doof. Wo sind Gegner? Um das mal ein bisschen zu beschleunigen, riskiere ich jetzt mal einen Frame-Einbruch. Ich glaube, ihr könnt das sowieso gar nicht sehen. Ich weiß es aber gerade gar nicht. Oh, hier geht's ab. Ich meine, wenigstens gibt es noch Kultur von drei anderen Orten von meiner. Also das heißt eigentlich, dass das Ding nicht auf die Seite der Klingonen wechseln sollte. Hier sieht soweit gut aus. Was ist denn mit euch? Wo seid ihr denn? Ach komm schon, es kann doch nicht so lange dauern. Habe ich wohl noch Zugang? Ja, habe ich. Einfach mal noch zum Spaß hier Dinger erforschen.
Und Hauptsache, jetzt kommt auch noch romulanische, ja klar, romulanische Kultur, muss auch unbedingt sein, dass die jetzt auch noch kommt. Ah, scheiße, das geht wirklich runter. Aber naja, wie gesagt, die Upgrades ändern das hoffentlich. Ich müsste wirklich zu. Okay, angewählt. Das Ding, das System ist zum Glück sehr klein. So, wie sage ich denn jetzt, dass sie das Wurm noch auch benutzen sollen? Machen die das automatisch, oder? Ich hoffe, dass die diese Textur auch noch ändern können. Komm, wie sieht's bei dir aus? Hostile Forces are approaching Omega, was? Was? Da dürfte doch eine Klingonische. Leute! Chillt mal ein bisschen, ich würd's. Okay. Wenn ich da angreife, könnte es sein, dass sie zurückfallen. Boah, wie viele sind denn das? Ich hab doch gerade erst eine Flotte von euch erledigt. Oh, scheiße. Nicht so geil. Wie es aussieht, fliege ich den langen Weg und nehme den Planeten mit. Wow! Oh Gott, das ist der klingonische Titan. Das kann nicht gut gehen. Hat das Ding eigentlich irgendwelche Waffen mal abgesehen von. Ja, muss es ja eigentlich. Muss ja irgendwelche Waffen mal abgesehen von der Schockwelle. Ja, aber. Anscheinend nicht gerade sehr starke. Wenigstens habe ich diesmal eine upgradete Version von meiner Sternenbasis, aber es wäre trotzdem super, wenn meine Flotte jetzt springen würde. Ich meine, wozu habe ich denen die verbesserten Impulsantriebe gegeben? Wenn ich da jetzt angreife, ziehen sie sich mit ein bisschen Glück auch wieder zurück. Ich sollte aber, um sicher zu gehen, auch noch ein paar Kreuzer hier drüben bauen. Oder einfach auch direkt hier. Wozu habe ich denn da die Citadel? Die jetzt noch nicht angegriffen wird. Also wenn die nochmal zerstört wird, gehe ich wirklich hin und setze sie da an andere Position. Aber da macht das Ding dem Na seinem Namen nicht wirklich Ehre. Das muss man sagen. Wow, Antimaterie-Minen, scheiße. Und ich habe keine Aufklärer der Nova-Klasse. Aber wenn ich den Planeten einfach bombardiere, merken die vielleicht selber, dass sie sich lieber zurückziehen und meine Flotte bekämpfen. Sie scheinen auch wieder keine Bomber dabei zu haben. Sind die ein bisschen geistig zurückgeblieben? Meine, wer will einen Planeten angreifen und nimmt dann keine Bombe mit? Als ob die Akira-Klasse nicht bombardieren kann. Warp signature.
Okay, von wo kommen jetzt noch Gegner? Wow, ein Schiff heißt direkt Hostile Forces. Okay, die Citadel ist auch hinüber. Was erwarte ich eigentlich von Raumstationen? Und hier sollte ich vielleicht auch noch zusätzliche Schiffe bauen. Damit ist die Raumstation jetzt endgültig zerstört. Und ich... Alter, hör doch mal auf. Hier fliegt schön weiter. Ich benötige mehr Dinger. So, was habe ich hier gerade an Schiffen so? Für die Defiance, ein paar Kiras. Ah, ein kriegerischer Außenposten. Das sieht auch interessant aus. Erstens dreht es sich und zweitens meine Angriffsjäger nehmen das Ding schon irgendwie auseinander. Ah, jetzt haben sie ein bisschen Bombardement begonnen oder was? Ich muss aber sagen, den Planeten zu retten lohnt sich eigentlich nicht. Kann ich irgendeinen Helden rufen? Nein, kann ich nicht. Hör, wann hab ich denn die in Auftrag gegeben? Habe ich doch nie gemacht. So, jetzt habe ich Torpedo. Ach, komm her. Okay, da ist meine Flotte. Das sind jetzt, wow, 6 Schiffe, 7. Wird nicht viel ändern, aber dann überlasse ich das wenigstens nicht einfach so den Klingonen. Meine Flotte kann dann trotzdem weiterziehen. Ich hoffe, die werden jetzt nicht einfach nur alle abgeschlachtet. Genau, was passiert, wenn ich... Ich kann ja da noch ein paar Minen reinsetzen. Lass mich doch mal das Ding... Alles klar, die Schilder halten das nicht allzu lange aus. Was ist mit meiner Flotte los?
das ein Minen? Ich meine, wenn sie schlau waren, haben sie die gemieden, aber... Und kennt ihr Zusammenspringen? Das sollt ihr doch eigentlich die ganze Zeit. Wieso macht ihr das eigentlich bei großen Flotten nicht? Oh, sie fliegen zurück. Ob haben sie gemerkt, dass sie vielleicht schon längst hätten zurückfliegen sollen? Der Titan ist auch schon mal weg. Diese Katinga ist auch weg. So, meine Flotte soll sich bitte in Bewegung setzen. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt denken, wenn sie den Planeten in Trümmern vorfinden. Du baust bitte jetzt die Torpedogeschütze wieder auf. Der Planet erholt sich soweit. Ein paar Schiffe sollte ich auf jeden Fall noch hinschicken. Na komm. Ach, das nervt mich so wegen der Jäger. Ich hol die jetzt einfach mal rein. Es gibt, glaube ich, sogar ein Achievement, wenn man 100 Geschwader in einem Spiel besetzt. Aber ganz ehrlich, so viele Träger möchte ich gar nicht bauen. Dafür brauche ich mal 50 Träger. Oder vielleicht auch einen Titan, ein paar Träger weniger halt. Weil ich glaube, ein Titan kann 7 Geschwader tragen und ein normaler Träger als 2. Würde man immer noch ungefähr 47 von den blöden Dingern brauchen. Okay, hier ist absolut fast gar nichts. Ah, die sind eigentlich keine wirklich Gefahr. Oh! Wow. Ein Großkampfschiff. Oh, ich habe das... Stimmt, das ist schon vorher aufgestiegen auf Level 3. Oh, jetzt fliegen wieder Schiffe dahin. Es wäre gut. Moment, ich habe doch meine. Habe ich noch ein paar Defiants? Könnt ihr mal bitte ein paar Minen legen? Legt bitte Minen so oft und so viel ihr wollt. Guckt euch das an, wie heftig das Ding beschädigt ist. Ich meine, okay, die Flammen nerven, aber... 5 Klingonenschiffe bisher. Die haben einen Aufklärer dabei. Ich glaube, das... Nee. Hä? Wieso könnt ihr die Minen sehen? Ich brauche noch einen Aufklärer dazu. Egal, meine Flotte setzt sich gerade in Bewegung. Und ein Schiff ist alleine aufgesprungen. Jetzt echt, das kann man doch besser timen, oder nicht? Okay. Die Flotte kann hier direkt auch weiter. Zu dem Eisplaneten hier. Wie sieht's hier aus? Und ein Klingonenschiff, das sich wirklich mal umdreht und kämpft. Weil ganz echt, die meisten Waffen der Klingonen sind vorne. Wenn die sich umdrehen, sind sie im Prinzip tot.
Understood. Red alert. Enemy vessels engaged. So, alle gruppiert. Aber ich meine, ich denke mal, ein paar werden immer vorher oder nachher springen. Das regt mich so ein bisschen auf, weil man das eigentlich... Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Komm, einfach mal erforschen. Ich werde es sowieso nicht bauen, aber... Einfach mal alles erforschen. So, weiter geht nicht, weil man dafür einen Friedensvertrag haben muss mit jeweils den anderen Spezies. Wow, auch sehr viele Minen mal wieder. Aber fast keine Verteidigung. Ich kann nicht direkt zum Hauptplaneten weiterfliegen, aber ich werde sie erstmal da sammeln. Ah, jetzt kommen sie wieder. Jetzt, wo ich fast an ihrem Hauptplaneten bin. Scheiße. Research complete. Super, das Ding ist komplett verteidigungslos gegen ein paar Jäger. Ich bin beeindruckt. Guck gleich erst an, was die Klingonen hier für eine Flotte haben. Dagegen kommt natürlich auch nichts wirklich an. Das Ding wird zerrissen. Ist einfach lächerlich. Ach Leute, nicht, dass jetzt die Piratenbasis flöten geht. Wobei, offen gesagt, ist mir es auch irgendwie egal. Wenn ich auf der Seite hier ein bisschen was mache, könnte das funktionieren. Aber ich habe diese ganzen Sachen hier erforscht, aber trotzdem. Super, und... Hiermit wurde diese Akira praktisch zerstört, weil sie alleine gesprungen ist. That's how you do it. Das ist jetzt ganz einfach eigene Schuld. Na komm. Na komm, spreng doch endlich. Station complete. Research complete. Du keiner. Okay. Pythagoras, ganz ehrlich, der klingonische Reimerplan heißt Pythagoras. Das macht noch weniger Sinn als hier in Star Trek 6 mit diesem Klingonen, der Shakespeare zitiert hat. Komm. Und... Nein, richtige Reihenfolge, bitte. Beenden wir das Ganze mal. Und hoffen wir, dass die Piratenbasis bis dahin sich nicht entschieden hat. Ach, mitten im Kampf einmal die Seite wechseln. Warum denn bitte nicht? Was nennt man zwar Hochverrat, aber warum? Warum nicht? Ist überhaupt nicht... Ja, ich bin ja dann überhaupt nicht wütend.
kann. Wie sieht es mit der Flotte aus, die ich habe bauen lassen? Noch 3 Schiffe müssen gebaut werden. Ich werde die nicht unvollständig dahin schicken, weil sonst werden die wirklich zerfetzt. Da ist noch genau ein Torpedo-Turret gewesen, das noch nicht zerstört war. Ich bin beeindruckt. Ich glaube, gleich werden sich die Klingonen denken, wären wir doch ein bisschen schlauer gewesen. Ganz echt, diese Piratenbasis ist mir nicht so wichtig. Nicht, wenn ich währenddessen die klingonische Heimatwelt erledigen kann. Und damit das Spiel gewinne. Wobei, diese. Hier gibt es auch ein paar mit Fähigkeitenpunkten. Warp Signatures detected. Status. Research complete. So, das sieht doch gut aus. Okay, jetzt ziehen sie sich zurück. Warum auch immer. Was haben die mit dem Warp-Effekt gemacht? Waren wieder Minen, oder? Ja, es waren Minen da, aber nicht so nah dran. Haben die KI-Gegner eigentlich nicht ihre Helden? Können die das überhaupt? Weil ich habe noch keinen anderen Helden gesehen. Also nicht von den Klingonen. Die könnten ja auch einfach immer Martok dazu holen. Stattdessen wollen die eine ganz normale Nekma. Die auch gerade richtig vergewaltigt worden ist. Einfach nur heftig. Ein Schiff ist gerade. Ah, mein Titan. Das ist sehr gut. Bessere Waffen, bessere Verteidigung. Ich habe echt nicht so viele Schiffe, die bombardieren können. Ich meine, jetzt wo der Angriff auf Omega wirklich abgewehrt ist, bis auf ein paar. Ich glaube, so viel Zeit haben die Klingonen nicht, um nochmal irgendwas zu reißen. Das Bombardement hat gerade begonnen. Die Bevölkerung ist jetzt schon fast komplett tot, aber das ist egal, solange es noch genug Bunker gibt. So, es ist unter 1000, das heißt, wir können den Rest einfach auch so gucken. Und gewonnen! Yay, mit Feuerwerk!
playing, okay. Und damit würde ich sagen, wir haben die Kontrolle über den Alpha-Quadranten. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr noch mehr sehen wollt von Star Trek Armada. Ich bin gerne offen für Vorschläge, was solche Themed Runs zum Beispiel angeht, also bestimmte Fraktionen mit irgendeinem bestimmten Setting. Wobei ich am liebsten die Föderation spiele in dem Fall. Oh, der klingonische Titan! Das Ding ist einfach... Wow. Das hätte ich ja schon längst nicht turnieren können, aber die Klingonen sind einfach zu blöd dafür. Hä? Oh! Anscheinend detoniert es auch automatisch, wenn man das zerstört. Jetzt verstehe ich. Super, nur die beiden großen Enterprises und die Excalibur haben es überstanden. Wie geil. Jetzt haben die doch noch fast meine gesamte Flotte ausgelöscht. Okay. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Video.